Guten Morgen, liebe Freunde. Ich habe mir gerade einen Kaffee geholt. Wir sind in Heidelberg und heute ist nicht so gutes Wetter. Das hält uns aber nicht davon ab, gute Laune zu versprühen. Gregor ist auf dem Weg hierher nach Heidelberg von Mannheim und wir werden heute vor der Kamera eine Runde FIFA zocken. Das hatten wir schon angedroht. Jetzt ist es Zeit, Taten den Worten folgen zu lassen. Bleibt dran! So, und jetzt sitzen wir auch schon vor der Glotze und FIFA läuft. Ich bin ja eigentlich Xbox-Spieler. Wir haben tatsächlich hier noch nicht gegeneinander gezockt, was ja lustig ist eigentlich, ne? Ich finde lustig, dass du jetzt schon Ausreden hast. Seid ihr bereit? Wir fangen direkt an, spielen. Chillig. Jetzt ist ja mal die Frage, warum machen wir überhaupt ein Länderspiel, ne? Machen wir ein Länderspiel? Kennt ihr das, dass man das auch random macht? Da gibt es doch dieses System mit dem dreimal darf jeder und immer dann darf der andere aussuchen. Mit dem Random? Wenn man Random macht und man muss aber den dritten spätestens nehmen dann. Oder jeder muss den Zweitligaverein nehmen, der am nächsten an seinem Heimatort liegt. Also bei dir Freiburg, also in der Nähe von Freiburg, weil die spielen ja erst. Was für zweite Liga? Ey klar, mal richtig hier Spielkultur reinbringen. Nicht, weißt du, immer dieses Real und Barcelona, das kann ja jeder, ey. Ja. Da muss mal ein bisschen Kultur rein. Ja. Also für mich wäre das ja SV Sandhausen, das ist ja hier um die Ecke, ne? Ja, dann nehme ich nämlich SC Freiburg halt, ne? Ja, nee, das ist ein Duell nicht auf Augenhöhe. Wie? Naja, also Freiburg ist natürlich schon die bessere Mannschaft, ne? Ja, natürlich, ist ja auch Freiburg. Okay, machen wir random halt. Okay, jeder hat, wie viele Versuche hat jeder? Naja, eigentlich hat man drei, ne? Also man kann bis zum dritten sich entscheiden und den dritten muss man nehmen. Ja. Okay, dann kommt jetzt dein erster Versuch. So, das ist der CD Leganes. Leganes. Okay. Weiß ich jetzt nicht, 73 ist ja nicht so schlecht, aber ich mache nochmal hier. Boah, damn it! Arsenal, da wird nicht lang gezögert und direkt mal X gedrückt. Ja, da habe ich auch schon Arsenal, habe ich dann schon auf meiner Seite hier gewählt. Ja, ja, Zlatziska, das ist dein erster, ne? ZSK Moskau. Ich glaube, besser wird's nicht. Ich weiß aber überhaupt halt nicht, wer da spielt halt. Aber versuchen wir es doch mal mit ZSK. Ja. Das willst du. So, also hier möchte ich mal ganz kurz darauf hinweisen. Ne? Also, na! Was denn? Zeig doch mal hier das Ungleichgewicht. Hä? 86, 83, 82, 75, 77, 79. Also das ist wirklich... du hast Özil, ne? Özil. Und Mertesacker. Özil. Wie gesagt, normalerweise Xbox, heute PS4. Ignacevic, 77 langer Pass. Chaka, 89 langer Pass, ne? Ja, du bist jetzt in der moralischen Überlegenheit. Wir machen erstmal einmal Challenge. Du kannst, wo bin ich? Ach, du bist Erster. Du musst ihn in die Eimer schießen. Ach so. Das war schon nicht so schlecht. Hä? Ich raff gar nichts. Okay, nochmal, weiter, mach mal. Ja, kann ich übers? Ja, der sah doch gut aus. Kann ich überhaupt irgendwas zielen? Ich weiß nicht, kann ich überhaupt irgendwas zielen? Ich kann doch gar nicht zielen. Ich traf auch nichts. Ist doch nicht wahr. Ja. Oh. Hey, die irgendwie ist da irgendwie, Moment, da ist keine, da ist die Schwerkraft ausgeschaltet, oder? Aber das Zielwasser fehlt auch komplett irgendwie. Guck mal. Ah, fuck. Was ist denn das? Das läuft. Also bei mir läuft's. Guck mal hier. Ja, ich weiß, aber Jesus. Ich bin mal da oben in so eine Pfanne. Da! Ja. Ich mach das gerade mit Flanke, ne? Lupfer. Ich mach hier so einen Lupfer rein. Mit Schießen geht's nicht. Nee, oh, das war scheiße. Gut, also das erste Duell, da gibt's schon einen relativ klaren. Ja, Jason Duff. Ja, Jason Duff. Jason Duff. Ja, ab jetzt nenne ich dich ja nur noch Jason Duff, ne? Wer auch immer das ist. Jetzt lassen wir mal die Atmosphäre auf uns wirken. Ja. Also, Evo hat schon deutlich mehr Gesichter am Start, ne? Muss man echt sagen. Aber. Was? Ja, nee, ich sag's mal so, ne? Hä? Guck mal, wie die aussehen. Alter, was super. Für Stars. Ja, es ist halt Arsenal, ne? Ey, aber Alter. Ja, das ist ein wahren Russe, ja. Der Typ. Den hab ich erkannt. Jetzt, kommt der Mustafi, Tschech. Oh, Sanchez im Sturm. Walcott, Ja, Özil, ne? Ja, das ist eine Traummannschaft. Aber guck mal hier, ich hab Ignacevic, oder wie der heißt. Ich weiß nicht, ja.
probiert. Guck mal, der Schiedsrichter hier, der Linienrichter, der sieht aus wie ich in 20 Jahren mit so einer graumelierten. Warte mal. 1,5. Trash. It's on. Shots fired. Shots fired. Akinfeev habe ich. Akinfeev, guter Torwart. Okay. Gut, los geht's. So, jetzt Moment mal hier. Wo sind wir denn? Nein! Ah, na gut, ja, das war jetzt. Da kannst du nämlich mal sehen, mit wem du es hier zu tun hast. Ja. Gregor Jaschwili oder was? Was? Ja? Guck mal hier. Gregor, ah, da. Guck mal, wie er den frei spielt. Ja, ja, da zack aussteigen lassen, fast. Ja. Oh oh. Da läuft ja in den Konter rein. Ja, das ist. Oh! So läuft's nämlich hier ab, mal hier. Das war nämlich mal ein dicker Ozil. Ozil hier am Pfosten, ja. Guck dir den an! Bam! Ja. Na gut, das war jetzt der Nachschuss schon. War daneben. Ozil. Ja. So läuft der Abschlag. Ja, das ist ja schon mal. da muss ich schon retten, ne? Da ist üble Nummer. Das ist die erste gelbe Karte, mein Lieber. Da musst du. What? Ist nicht dein Ernst. Tja, ey, wer so reingeht, Cazorla. Das ist nicht dein Ernst. Hat der mir rot gegeben? Guck dir mal das Foul an, bitte. Das war ja gar nichts. Das war ja. Also, es geht drunter und drüber, ihr Lieben. Ihr seht. Also, boah, üble Nummer, der also Ball. Also, das war Ball gespielt. Der Ball ist weg. Der Ball ist seit Wochen ist der auf der Reise. Also, das war Ball gespielt. Ne? Das war mal gar nichts. So, jetzt, pass auf, jetzt klingelt's! Jetzt klingelt's! Kann ich hier, guck mal, gerettet, ja. Aber dann kann ich jetzt ja gar nicht mehr, guck mal, ich faul ich immer so ein bisschen rum. Normal faulst du immer so ein bisschen. So ein bisschen faul ich rum halt, ja. Das war übrigens heiß, das Ding. Ja, oh, guck mal, das, oh, Jesus. Da warst du aber zur Elf, ne? Da war ich fast schon am Ziel meiner Träume hier angelangt. Hier, jetzt Ecke, komm. Machst du Banane? Nee, nichts Banane. Mach Banane. Dann kann ich's direkt aus der Luft pflücken. Pflück ich dir den doch weg. Easy peasy hier. Ja, ja. Versucht er ihn gefährlich reinzugeben. Ja, oh, und da ist er auch schon weg. Shit, Da flitzt er ihm davon. Guck mal, die haben gar keine Kondition, deine Jungs. Nee. Ja, bumm. Da klingelt es gleich in der Kiste nämlich. Jetzt pass mal auf. Ja. Oh. Ich muss ein bisschen aufpassen mit meinen Reinrutschern hier. Guck mal, da mach ich nämlich auch auf. Du redest dich um Kopf und Kragen. Auf Quadrat kann man rutschen hier. Guck mal, aber wenn ich immer gleich rot krieg, ja, das ist nämlich Schiebung. Was Schiebung ist, ist dein Trash-Talk. Hier, guck mal, langer Pass, ja, Linie, da ist jetzt halt keiner. Doch, der geht. Nein. Zack, geblockt, zack, lass mich durch, hier komm ich. So, D-Zug Express, zack. Was? Guck mal hier, wieder den Ball abschirmen. Mm, was? Guck mal, hier, ah, oh, guck mal. Scheiße, das war natürlich Quatsch. Also, oh, guck, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, FIFA 15 habe ich davor gespielt und jetzt ist FIFA 17, 16. Ich habe mich ausgelassen, weil wir das nicht hatten irgendwie beim Jonas. Und jetzt ist es so, dass die das geändert haben mit diesem ganzen Abseits-Shit. Die stehen mich jetzt nicht mehr so oft im Abseits. Ja, Abseits kann ich dir mal erklären, das ist ganz leicht. Komm schon! Ey, der muss jetzt mal was machen. Dafür, der muss mal was bringen, ja. Dafür stehen die nämlich, dafür passen die so oft, machen die Fehlpässe die ganze Zeit. Wie im echten Leben. Ja, was? Willst du mich jetzt hier traktieren? Das ist eher ein starker Zweikampf, was da passiert. Das ist hier gar nichts. Das war mal, du hast hier mir den Einwurf hier mal rausgeholt. Ich mach jetzt mal, guck mal, Oh, kennst du den? Ja? Langer Einwurf. Ja, lange daneben. Ja, gut. So, jetzt pass auf. Ja. Ah, Jesus. Ah. Oh, Tschech. Sau stark. Oh, da faustet er ihn nochmal. Faust ist Habt ihr den gesehen? Die Faust von Tschech. Donnert hernieder. Oh, ja, komm, war nix. Wie war nix? Ja. Was ist denn das jetzt? Der pfeift nicht. Ja, warum pfeift der jetzt? Ja, weiß ich nicht. Und warum passt denn der da hoch jetzt? Ja, das ist so unglaublich. Das war nix. Ich finde es ja krass, wie der Reus präsent ist da in diesem Game, ne? Mhm. Also, der ist ja nicht nur Coverboy, sag ich mal, so. Ey, der. Früher hat man das ja Playgirl genannt. Der Reus ist ja Coverboy. Der ist das Pin-Up-Girl. Das Pin-Up-Girl von FIFA jetzt geworden. Und der ist auch auf diesen Banderolen überall da drauf. Hm? Geil. So. Oh,
Alter, das ja, kannst du nicht machen. Komm, gelbe, hier, ach, gelbe Karte, ein Quatsch. Ganz klar, Mustafi oder Quatsch. Was? Ja. Ja, das, ach komm, das ist kann ein ganz, ja. ganz miesen Nummer. Ja, komm, hier, da, ja, ja, ja. Tosic, hier, pass mal auf, was der jetzt macht. Super Frisur, Alter, finde ich. Ja, der macht einen schönen mal daneben jetzt. Aber gut, die Flugkurve war schon, mal gar nicht so schlecht für einen Anfänger. Efe, hä? Alter. Ja, also, Alter, also man kann jetzt auch pingelig ist, ne? sein, ja? Man also kann wenn auch, das nicht gelb ist. Man kann auch pingelig sein. Man muss ja nicht alles ahnden. Ja. Ey, das ist ja unglaublich. Eine harte Hand. Würde mich wundern, wenn du das mit 10 zu Ende spielst. Ja. Aber das, guck mal, das ist ein Spiel zu können. Ein gekauftes Match hier. Oh, da kommt die Faust von Tschech. Ja, was macht der denn? Den musst du doch mit dem Fuß nehmen. Was ist denn da los? Ja, ja, guck mal, wie ich den mit dem Fuß nehme. Oh, shit. Ja, das ist jetzt, war jetzt nix. Ey, wie täuscht man einen Wurf an? Das weiß ich nämlich nicht. Kann man das? Mhm. Geil. Die Karte hat das gemacht. Oh! Das ist ja... Oh! Also ich muss ja schon sagen, die Xbox-Controller gefallen mir doch way better. Ja, die sind halt größer, ne? Schreibt's mal in die Kommentare, was finden wir besser hier, Xbox oder PlayZ? Und warum vor allem? Und ich würde dir, mein Lieber, erstmal empfehlen, dass du mal hier ein bisschen dich auf das Spiel konzentrierst. Ey, ich bin multitaskingfähig, das hast du nur noch gar nicht gemacht. Also dafür kenne ich dich jetzt wirklich zu gut, als dass du mit so einem plumpen Bluff hier durchkommst. So, zack, jetzt pass auf. Nein, der wird ganz klar abgeblockt. Ach, der ist ja auch schon vorbestraft hier. Oh, shit. Guck mal, bei dir leuchten ja alle Pfeile. Da leuchten alle Warnsignale sind schon an. Guck mal hier, Doppelpass, klassisch ausgehebelt. Zack, hoch, bam. Hacke, spitz. Ey, warum spielt der nicht hoch? Was ist los? Nö. Was hat denn der jetzt gepfiffen? Abseits oder was? Was hat denn der gepfiffen? Halbzeit. Ach, Halbzeit. So, jetzt wollen wir. Zweite Halbzeit, los geht's. Dein Schicksal mal besiegeln hier. Hier, guck mal. Mhm. Ah, ha, ja, so läuft der Hase nämlich mal ab hier. Oh oh. Vor dem Sanchez habe ich Respekt. Ja, gut. Aber so, wer so mit so einem Abschluss um die Ecke kommt, den kannst du auch das Leben vorstellen. Ne? Da hat er der Mond. Da hast du mal kurz wieder deine Fähigkeit aufblitzen lassen. Ja, ne? Ich hatte ja schon Mondschuss. Ey, die sind so schwergängig. Alter. Hä, Ball gespielt. Super. Das war super. Einsatz. Das ist Einsatz. Das sind echte Männer. Echte Kerle. Weil du hast hier so eine russische Mannschaft. Foul. Oh, guck mal. Sag mal, da machst du noch so ein... Das kenne ich aus dem Wrestling, Alter. Was war das denn? Noch einen zurückgegeben hier. Mit dem. Du hast dich auf mich draufgeschmissen. Guck mal, das war nochmal der Schuss. Ja, das war nix. Ah. Schon nah dran, vielleicht so. Würde ich mal sagen. Schlenzer. Oh. Ui. Ja, Tschech, ne? Oder passt da auf, ne? Guck mal. Schön. Oh. Der hat einen Wurf wie eine Wölfin. Zielwasser. Verstehst du den? Trinkt der. Da. Ja, gut. Ja, der. Ah, der ist zu weit. Da ist er wieder. Tschech. Ja. Oliver Kahn hält, sag ich mal. Gibt's Classic-Spiele? Oh, oh, shit. Oh, dammit. Dammit. Oh, der Tschech. Oh, major Fehler vom Tschech. Aber ich wollte, ich hab. Ich wollt von den Tschech oder von dir? Nee, weil der ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ey, da muss ich lupfen natürlich. Ich wollte dem anderen werfen. Ich dachte, mit dem Schlenzer komme ich da irgendwie durch, aber. Ja, hat er nochmal Luck gehabt, der. Der Tschech. Hier, komm. Völlig ungefährlich. Ach. Oh! Ja, gut. Mit so richtig so einem Torschuss, wo ich dachte, das hätte es mal sein können, hatte ich jetzt auch noch nicht. Oh, der ist natürlich sehr gut. Der ist natürlich sehr gut. Nein, was spielt der denn für. Alter! Nice. Ja. Geht's noch? Ja, nice. Kann ich den feuern? Ich feuer ihn. Ah, das kommt mir hier zu nah. Das ist nicht. Ja, aber da muss auch einer not, mal ran jetzt. Not cool. Not cool! Ach, ja, Tschech. Oh, ja, Tschech ist halt. Ja. Der Traoré ist auch schon so ein bisschen verzweifelt, sehe ich hier gerade. Das ist gut. Ich glaube auch die Moral geht so ein bisschen in der Mannschaft dann irgendwann runter. Momentum, ne? Sag mir. Ne, wenn sie sich dazu die Zähne ausbeißen. Ich glaube, das ist wirklich bei FIFA 17 mit der Moral, auch wenn du im Rückstand bist. Dass die da so ja, es gibt Momentum bei einem Spiel auf jeden Fall. Ja. Das gab es früher auch schon. Bei Basketballspielen auch, dass du plötzlich, du führst mit 20 Punkten und triffst plötzlich den Korb nicht mehr. Obwohl du nichts anders machst. Über den Flügel geht's jetzt nämlich. Ja, und da sticht er in die Mitte. Und nein! Der Abschluss. Oh, königlich. Ja. Da hast du aber richtig am Ziel vorbei. Ja?
am Ziel vorbei. Nee, wir haben 77. hier. Genau. Ganz hochspannende Begegnung hier zwischen Arsenal und ZSK. Was ist das überhaupt? Moskau. Achso. Das ist schon ein guter Verein. Ey, das war Rüdiger. Hallo? Das hätte ich sogar gepfiffen, ne? Ja, also, was? Nicht mal gepfiffen? Das müsste passen. Das ist ja unglaublich. Boah, guck mal, wie schnell der ist. Aber jetzt, da kommt der Schorowin oder Borowin oder wie der heißt. Bam, kompromisslos. Ja. Ich muss mal sagen, also Defensive kann ich, ne? Ja. Besser als Offensive auf jeden Fall. Deshalb sage ich, das ist einfach so eine rustikale Spielkultur, muss man da reinbringen. Nicht immer diese Schönspielerei und diese hier Trickschen da und Hopper. Einfach mal eine Grätsche auspacken, was weiß ich, ein starker, boah, shit, Zweikampf. So, und jetzt, pass auf. Ist der eigentlich Linksfuß oder Rechtsfuß? Das ist immer ganz gut zu wissen, eigentlich. Ne? Das ist ja eine One-Man-Show, oder? Also, das kann ja nicht wahr sein. Boah, Alter! Uiuiuiui, der wollte es wissen jetzt. Aber auch da nicht gepfiffen, ja? Vor allem, wie kommt der dazu, erstmal rot zu geben vorher? Hä, hast du das Foul gesehen? Also, sowas habe ich überhaupt. Das war ja sowas von Rüde, was denn jetzt? Verlängerung, gibt's oder? Jetzt hier? Ey, das gibt's nicht. So ein Drama, ne? Es geht an die Nerven. Machen wir. Klassisch. Ja. So wie es ist, ne? Mhm. Oder? Ja, klar. Hier muss jetzt ein Wechsel erfolgen. Mhm. Die sind schon ein bisschen kaputt, da würde ich jetzt auch mal hier ein bisschen rum. Ich habe ja nichts auf der Bank. Ich meine, das ist ein Rumtauschen. Ich bringe mal zwei neue. Wie hast du gebracht? Ich habe auch zwei neue gebracht. Hier. Ich weiß gar nicht. Ich habe den Nacho gebracht und den Milano. Den Nacho? Nacho. Achso, das. Boah, Nachos sind geil. Hast du Nachos da? Nee. Vor allem keine, du brauchst ja vegetarische, vegane Nachos wahrscheinlich. Ich bin ja immer noch gesund. Guck mal, mit X kannst du anstoßen, ne? Also du musst diese Taste drücken und dann fangen die an zu spielen. Ja. Das ist genial. Ja. Das ist ein Wunder der Technik. Ja, das ist jetzt muss ich auch mal so einen offensiven Zweikampf machen. Oder einfach abziehen. Ja. Wow, der war nicht so schlecht. Mhm. Ecke oder was? Das nur ab. Nö. Hä? Wer hat den denn? Da! Och, komm. Der wäre ja voll aufs Tor gegangen. Oh, ja, das ist gelb. Das gibt halt. Ja. Oh, Einwurf. Rot kommt. Nö, Einwurf. Was? Ich kann mich nicht über den Schiedsrichter beschweren. Das war. Also ja, vor allem hat er mir ja schon rot. Ja, gut, nee, das war rot. Das war auch rot. Aber das gerade war auch gelb halt, ne? Also, ja, eben. Ich habe deinen Konter unterbunden. Und dann normal sind die doch immer mehr oder weniger streng irgendwie. Also, Topspiel sieht anders aus, ne? Hm. Na gut, es lebt von der Spannung, ne? Sagt man ja. ist so ein bisschen so ein Bolz. Komm, jetzt renn einmal, zieh einmal durch. Das gibt's doch nicht. Immer mit angezogener Handbremse, ey. Mann, Millionen verdient der Kerle, das gibt's ja nicht. Ist es so, ja? So, jetzt zieh dich mal. Konflikt. Der andere soll gegsam ab. Ja, wie soll dann gehen? Ich deck doch alles ab. Da kann ja nichts gehen. Da geht nix. Und jetzt stich da rein. Strandberg muss es richten. Der Schwede. Wahrscheinlich. Oder Däne, oder? Strandberg. Da kommt halt der Strandberg. Carlos Strandberg, so ein geiler Name eigentlich. Carlos Strandberg. Ja. Was ist jetzt hier? Wieso? Achso, du hattest jetzt Anstoß gerade, ne? Ich erkläre dir das mit dem Fußball, mit den Regeln nochmal. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Ja. Oh, der ist auch noch frisch, der. Guck mal. So einfach. Du bist ein Dribbelass, Gregor. Nicht nur das. Und am Abschluss hapert es noch ein bisschen gerade an. Oh, sorry, Chamberlain! Ach shit, das bist ja du. Jetzt zieh doch mal ab, das gibt's doch gar nicht, Mann. Ja, einer muss jetzt mal drauf. Boah, wenn der durch. Boah, wenn der durch wäre halt, ne? Der wäre sofort drin gewesen. Ja gut, also das ist jetzt ein bisschen optimistisch, weil. Also bei deiner Chance. Boah, Alter, willst du mich? Jetzt muss halt mal einer rennen. Hast du das gesehen gerade? Die Situation da. Unglaublich, ja? Unverfrorenheit war das. Oh oh. 3 gegen 3. Oh! Bei so einem Abschluss. Ist ja nicht so, dass es am Abschluss hapert. Saugas gehabt.
Boah, ist der langsam. Ey, vor allem, wenn man gleich sieht, nicht wie langsam. Ey, es ist schon Nachspiel für ein 120. Ja, und Nachspiel. Jetzt knallt's. Na, was? Nein! Jetzt das knallt's! Laber doch nicht. Ach, Quatsch. Oh, okay, und jetzt wird's spannend, Alter. Ja, gut. Jetzt kommt der Nervenkrieg. Ja. Ja, gut, jetzt. Tatsächlich haben wir jetzt unentschieden, ne? Ey, du hast einen Schuss aufs Tor, ne? Ich hab 7, ne? So, ja, keine Ahnung, wer kann... Wie? Achso, ja doch. Ja, keine Ahnung. So halt, ne? Also bei mir geht's so. Ganz normal. Das läuft. Wie? Bei mir läuft. Ey, das wird so scheiße jetzt, ne? Elfmeterschießen, hä? Ganz normal. Wo hält? Mit dem anderen Knüppel hält man, ne? Aber du schießt. Ich schieß jetzt erstmal, ne? Hä, ich sehe ja, wo du hinschießt. Das ist ja Und ist trotzdem drin. Hä, was ist denn das? Strike. Chili. Ja, wie, warum muss ich denn... Warum sehe ich vor allem nicht, wo du hinschießt? Warum sehe ich nicht? Es hilft mir. Ja, das ist irgendwie, weil du irgendwie... Ich weiß auch nicht, ich verstehe gar nicht. Warum siehst du, wo ich hinschieße und ich sehe nicht, wo du hinschießt? Ich glaube, weil du als leicht... Also, ich glaube, das ist, damit du es leichter hast, aber irgendwie... Aber ich kann ja trotzdem nicht halten. Nö. Das ist irgendwie witzlos. Ja. Das ist echt witzlos. Ja, vor allem, ich sehe nicht, wo du hinschießt. Halt. Oh, boah, gehalten! Schech! Ja, sau stark! Es hilft gar nichts zu sehen, wo du hinschießt, weil... Chili Crew, der war schon im Schuss. Ja, aber der war nicht gehalten. Also. Nice. Oh, na, den hat er mitgenommen, stark. Hast du gesehen? Ja, mit den Füßen. Hat boah, er da tobt die Masse. Genial. Den hat er mitgenommen, mit beiden Füßen nochmal mitgenommen. Oh, easy. Oh, Sil. Hä, aber das macht überhaupt keinen Sinn mit diesem Pfeil. Oh, nein. Das macht keinen Spaß. Shit. Das müssen wir ausstellen. Das bringt nichts. Das ist blöd. So, den muss ich treffen. Will. Echt? Ja, wenn du nicht triffst, dann... Shit. Oh, den habe ich getroffen. Ja, der war... Jetzt muss der ich war halt, wenn du jetzt triffst, hast du gewonnen, Gregor. Auch fett verladen, ne? Ja, vor allem jetzt ist der Pfeil... Hä? Warum war denn jetzt beim Entscheidenden der Pfeil weg? Ich verstehe es nicht. Geil, aber ich habe gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Trotz Unterzahl, mein lieber Mann. Bärenstark. Und da feiern sie, die Engländer. Müsste guck, da kommt der entscheidende Elfmeter. Ja. Den hat er richtig. Den hat er das, kompromisslos. Das ist so. Ja. Das ist hier so. Der Move ist das jetzt. Ja, geil. Es war mir eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Sehr gerne wieder. Und nicht vergessen, ihr könnt abonnieren. Daumen nach oben. 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 Daumen nach oben.